Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, die Nadine Hagen neben mir sitzen zu haben. Hallo liebe Nadine, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo liebe Silke, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ist ja wirklich lange her. Wir hatten 2017 hast du uns ja mit deinen Zwillingen besucht. War eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Da hatten wir uns ja mal persönlich kennengelernt. Da hatten wir auch einige Videos gemacht. Medienkonsum war dabei, auch ein bisschen über Alleinerziehende haben wir gesprochen. Ich glaube, wir haben 2, 3 Videos gemacht so. Und wir sind immer noch alleinerziehend und da habe ich mir gedacht, wir machen das Thema, wir greifen das einfach wieder auf, weil es ja auch so deine Berufung ist, aktuell sowieso auch deine Berufung, weil du alleinerziehenden Müttern verhilfst, erfolgreich zu sein im Leben. So, kann man das mal so grob sagen? Ja, ich sage mal so, mehr Geld, mehr Zeit, mehr Energie. So, genau. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, wir haben uns zwar schon mal über alleinerziehend unterhalten, wir machen einfach mal, es ist ja immer noch aktuell, gerade jetzt sind es auch herausfordernde Zeiten. Da versuchen wir einfach mal dem Video mal ein paar Inspirationen zu geben, um Alleinerziehende zu stärken, gut aus diese herausfordernden Zeiten zu gehen. So. Und da gebe ich dann gleich mal an dich ab, liebe Nadine. Wir haben herausfordernde Zeiten, das wissen viele, die das Video schauen. Da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber zu reden, was da gerade so im Außen ist. Es ist jedem klar, dass da irgendwas ist. Kannst du schon mal so einen Tipp geben? Einen wichtigen Tipp, wie Alleinerziehende sich in diesen Zeiten stärken können, die Herausforderungen haben, eben auch, was eben das Alleinerziehend mit sich bringt. Als wichtigsten Tipp finde ich, ist es wichtig, dass man sich erstmal darauf konzentriert, worauf konzentriere ich mich den ganzen Tag? Also du kannst ja deine Empfindungen selber steuern, indem du ja deine Gedanken erstmal unter Kontrolle kriegst. Und wenn du dich natürlich den ganzen Tag selbst bemitleidest und dich immer nur auf das konzentrierst, was alles blöd ist und dass du jetzt im Hartz IV bist von mir aus und das ohne Job und Geld ist so eng und so. Wenn du dich den ganzen Tag natürlich mit diesen Gedanken auseinandersetzt, dann ist natürlich ja klar, dass du dich dementsprechend auch fühlst. Wenn du dann auch die Nachrichten schaust, die ja auch nur Angst machen, dann löst das natürlich auch Angst, Trauer, Hoffnungslosigkeit in dir aus. So, und wenn du dich so fühlst, muss er einfach Kontrolle reinbringen in deine Gedanken. Weil so wie wir denken, so fühlen wir. Also ihr könnt das ganz einfach nachprüfen, indem ihr jetzt einfach mal an irgendwas Doofes denkt, irgendwas Trauriges, an irgendein trauriges Ereignis, dann könnt ihr euch nicht glücklich fühlen. Ja, also wenn ihr jetzt an den Tod von einem Tier, von einem Haustier, was ihr vielleicht mal hattet, denkt, dann werdet ihr traurig. Dann merkt ihr auch, wie eure Körperhaltung so runtergeht und so, ne? Oh, traurig. Dann könnt ihr euch nicht glücklich fühlen. Und wenn ihr aber an etwas denkt, was schön ist, eurem Gehirn etwas Futter gebt, was euch glücklich macht, was euch erfüllt, was euch Grund zur Freude gibt, dann automatisch steht ihr gerade, automatisch fangt ihr an, Glückshormone auszulösen und automatisch fangt ihr an, euch gut zu fühlen. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man in Zukunft auch, wenn ich mich jetzt den ganzen Tag so niedelig und ich bin damit unzufrieden, dann weiß man, okay, ich muss mal einfach mal meine Gedanken kontrollieren. Und am besten geht das zum Beispiel durch mein Lieblingstool, und zwar die Dankbarkeit. Also wenn man jetzt zum Beispiel, selbst wie ich damals jetzt im Hartz IV sitzt und jetzt vielleicht auch ganz frisch alleinerziehend ist und irgendwie jetzt voll die Zukunftsangst hat und ich genau weiß, was soll man jetzt eigentlich machen, wie soll das jetzt weitergehen, habe mir das alles anders vorgestellt und man ist einfach nur noch enttäuscht und man kommt sich irgendwie verlassen vor, dann darf man anfangen, natürlich, man darf auch traurig sein, das ist ja auch alles kein Ding, ich will auch nicht sagen, dass man das alles ignorieren soll und so einen auf rosa Wolke tun soll, aber wenn man einfach anfängt, trotzdem auf das zu schauen, was noch schön ist, ja, das zu wertschätzen, was man trotzdem hat, weil selbst wenn man jetzt Hartz IV ist, im Hartz IV sitzt, dann hat man eine Wohnung mit Möbel drin, man hat fließend Wasser, man hat einen Kühlschrank mit Essen drin, man kriegt Geld vom Amt, man ist einfach umgeben von Luxus, den zum Beispiel manche in irgendwelchen Drittweltländern nicht haben. Und das darf man, glaube ich, anfangen, auch ein bisschen mehr wertzuschätzen, dass das irgendwo schon total der Luxus ist, in dem man da wohnt. Ja, also Manch einer Hartz-IVler wohnt besser als manch ein Kanario hier zum Beispiel auf der Insel. Ja, also ihr habt meistens dichte Fenster und ihr habt Fernheizung, nehmen wir sowas, Zentralheizung, das haben wir ja gar nicht. Ja, also hier ist mitunter drinnen kälter als draußen und all sowas. Und das ist etwas, was man, ich glaube, wo man beginnen kann. Ja, sich da einfach auf das zu konzentrieren. Da kann man ein Dankbarkeitsbuch schreiben abends, wo man einfach sich 5 Minuten lang einfach aufschreibt, wofür man dankbar ist. Für seine Kleidung, für das fließende Wasser, für die Teller, für die Tassen, für die Gespräche, für die Zahnbürste. Und wenn man so denkt und so anfängt zu reden, dann löst man ein ganz anderes Gefühl in sich aus, als so dieses Hoffnungslose. So, also
Weißt du, ich meine? Ja. Ja. Also das ist etwas, was ich jeder alleinerziehenden, derzeit sehr, sehr unzufriedenen, unglücklichen Frau, die ihre Hoffnung verloren hat, ans Herz lege, dass sie da sich stärkt, mental, und einfach schaut auf das, was sie hat. Es gibt da so einen Spruch, ich bin jetzt nicht bibeltreu, aber den sage ich jedes Mal, der ist auch irgendwie aus dem Matthäus-Evangelium, wo auch immer, irgendwo aus der Bibel, glaube ich. Und das heißt irgendwie, wer da hat, dem wird gegeben, dass er Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird genommen, was er hat. Und wenn man statt hat zum Beispiel dankt einsetzt, dann heißt es ungefähr so, wer da dankt, dem wird gegeben, dass er Fülle habe. Wer aber nicht dankt, dem wird genommen, was er hat. Und wenn ihr für das, was ihr habt, dann nicht mal dankbar seid, dann wird euch das irgendwie auch genommen. Weil wenn ihr nur ningelt. Ich habe heute zum Beispiel eine Nachricht bekommen von einer, die wollte sich mit mir unterhalten über ihre Probleme als Alleinerziehende. Und da habe ich geantwortet, dass ich mich nicht über Probleme unterhalte, sondern dass ich mich gerne über ihre Herausforderungen unterhalte und wie sie diese lösen kann. Ja, und jetzt denkt mal selber drüber nach, worauf ist euer Fokus die ganze Zeit? Seid ihr die ganze Zeit am Ningeln? Seht ihr nur Probleme? Oder seht ihr eine Herausforderung, die es zu lösen gibt? Ja, das würde ich jetzt mal sagen. Und diese Dankbarkeit-Challenge, das habe ich auch früher, als meine Kinder noch kleiner waren. Ich glaube, du hast das auch mit deinen Kindern gemacht, oder? Hast du das nur für dich? Also man kann das auch mit Kindern machen. Das ist wirklich sehr schön. Und den Kindern nochmal so ein Bewusstsein zu geben, für was bin ich denn heute eigentlich dankbar? Was war denn heute wunderschön? Ich habe das sehr genossen, als meine Söhne noch jünger waren, mit ihnen dieses Dankbarkeitsritual am Abend zu machen. Ja, genau. Ja, das, genau. Jetzt machen wir es natürlich nicht mehr. Jetzt sind meine fast 15. Jetzt wollen sie nicht, dass wir da noch, aber ab und zu erwähne ich es dann nochmal. Könnt ihr nochmal drüber nachdenken, wofür ihr heute besonders dankbar seid oder wenn wir am Tisch sitzen, dass ich dann oft erwähne, einfach, ach, uns geht schon echt gut, oder? So, ne? Oder wo auch immer wir sind. Das war einfach, dass ich einfach das immer wieder erwähne. Also, dass dann auch Dankbarkeitsschilder immer irgendwo hängen. Also einfach das Wort Danke, ja. Dass man dann einfach die Wertschätzung immer bewusst hat. Das Dankbarkeitsbuch, das liegt ja auch immer rum, wo ich dann auch regelmäßig reinschreibe, wofür ich dankbar bin. Und auch die banalsten Dinge darf man ja dankbar sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel, bevor du morgens aufstehst, kannst du zum Beispiel erstmal anfangen, bevor du überhaupt ein Handy zur Hand nimmst, einfach zu liegen und kannst erstmal dankbar sein für, danke, dass ich wach bin, danke für das Bett, danke für die Decke, danke für die Fenster, danke für die Tür, danke für das Licht, danke für meine Hände, meine Augen, meine Ohren, danke für meine Haare. Danke für das Schlafzeug. Also da könnte man, wenn man dann anfängt, dann kommt man in so einen Rausch. Und das löst voll positive Gefühle aus. Das ist voll schön. Und das ist ein Tool, was immer oft sehr unterschätzt wird. Belächelt wird auch, wenn ich das oft als Tipp mitgebe. Ja, so, wenn dann die Frauen sagen, sie sind ganz unglücklich und ganz unzufrieden, sage ich, fang an, dankbar zu sein. Wo soll ich denn? Wo soll ich dankbar sein? Und der Scheißkerl und der Scheißstaat. Dann sage ich, in dem Moment, wo du anfängst, 100% Verantwortung zu übernehmen für deine Gefühle, für deine Gedanken und für deine Situation und aufhörst zu ningeln und in Lösungen zu denken, wird sich dein Leben verändern, vorher nicht. Da ist Dankbarkeit das beste Tool. Ja, und es ist auch so eine Art Perspektivenwechsel, einfach die Dinge anders zu betrachten. Dann in ein anderes Fühlen und Denken reinzukommen. Ne? Nicht so in dieser Opferhaltung zu bleiben. Oh, mir geht es jetzt, wie du sagst, ja, scheiß Staat, scheiß Partner und ich bin jetzt hier ganz alleine, was soll aus mir werden? Vielleicht eben, dass manche auch so das Mindset haben, ja, als Alleinerziehende kann ich nicht erfolgreich sein, ich kann mein Leben nicht. Wie soll das funktionieren? Ne? Manche behindern sich da auch selber dabei einfach. Und wir waren, ich habe ja auch mal Hartz IV bekommen, ne? Nach meinem Studium, schwanger und dann auch eine Trennung. Und ich habe auch dann wirklich auch mit mir gehadert. Ich habe gedacht, wo soll das hingehen? Mit zwei Kindern? Wer will schon alleinerziehend sein? Ich glaube, kaum eine Frau möchte eigentlich alleinerziehend sein, weil das so toll ist. Man möchte ja eigentlich schon mit einem Partner, den man sich aussucht, seine Kinder großziehen. Aber nicht jeder Frau ist das vergönnt, ne? Wie das Leben manchmal so spielt. Und keine Frau sucht sich das alleine aus. Und dann, das ist auch, wie du sagst, man kann auch mal traurig sein, frustriert sein, verzweifelt sein. Man darf das durchaus auch mal fühlen. Aber das Problem ist ja, wenn man darauf hängen bleibt. Wenn man sich nur wie ein Teufelskreis, man dreht sich nur und kommt da einfach nicht raus. Aber wir sind ja auch Beispiele dafür, dass wir es geschafft haben. Und ich das denke. Ist aber hier, Entschuldigung. Ja. Nein, ich wollte nur hier auch ein bisschen das auch. Mach du. Erzähl. Okay, ich sage, hier liegt aber auch das Problem in der Gesellschaft. Es ist ein bisschen so ein gesellschaftliches Problem. Ja. Weil ich habe da mal in einer meiner Videos, habe ich auch gleich drüber gesprochen. Also ich möchte ja mit meinem Tun den Alleinerziehenden Mut geben und auch die Statistik ändern.
Denn die Statistiken, die du online googeln kannst, die gehen immer nur darum, wie scheiße es Alleinerziehenden geht, wie schwer es als Alleinerziehende ist, wie viel arme Alleinerziehende es gibt. Also es gibt eigentlich kaum eine Statistik, die erzählt, wie viele Alleinerziehende es geschafft haben, wie viele Alleinerziehende wirklich ja, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ganz schrecklich, 10 ist wirklich glücklich, eine 10 haben oder eine 9 oder eine 8. Ja? Sowas findest du nicht. Du findest immer nur, also wenn du alleinerziehend bist, dann hast du die Arschkarte gezogen. Viel Glück, gut Glück, ne? So in der Art. Und deswegen ist natürlich klar, dass wenn du dann alleinerziehend wirst und dir von der Gesellschaft so vermittelt wird, ja, also dann kriegst du nur noch scheiß Jobs, weil wer will schon Alleinerziehende anstellen? Dann, weil den kannst du ja meistens auch nur halbtags arbeiten. Ja, da kriegst du natürlich jetzt nicht tolle hier. Und dann sowieso finanziell und dies und schwere Zeit und alles. Kein Mensch sagt dir, okay, ist jetzt tough und hast du dir anders vorgestellt, aber kriegst du schon hin, guck einfach, dass du dies und das machst, schau einfach hier und hier und dann wirst du sehen, geht es eine Lösung. Und das ist eben das, weshalb viele ja schon, wenn sie allein schon an das Wort alleinerziehend denken, sofort was Negatives suggerieren. Also ich könnte dir jetzt zum Beispiel hier eine A4-Seite schreiben und Gründe nennen, warum es auch Vorteile hat, alleinerziehend zu sein. Ja. Ja, aber das findest du online, findest du sowas nicht. Mhm. Und deswegen sind die Leute eben so verzweifelt und oder? Würdest du nicht auch sagen, dass das irgendwie so ein grundsätzliches Problem ist der Gesellschaft, dass sie immer einen eher Angst machen, anstatt einen aufzubauen und Tipps und Mut zu geben? Ja, es wird immer als, ja, dass eine Frau nicht erfolgreich sein kann. Aber es ist ja auch so eine Thematik, klar. Wir sind ja auch so ein bisschen andere Mütter, sage ich mal, in dem Sinn, dass wir so dieses bedürfnisorientierte Begleiten, uns mehr Zeit für die Kinder nehmen wollen. Und wenn man dann irgendwo 40 Stunden irgendwo arbeitet und die Kinder sind den ganzen Tag in der Ganztagsbetreuung, ist natürlich schwierig. Es gibt auch erfolgreiche Frauen, die das so machen, ne? Die auch gewisse Stellungen haben, gewisse Berufe, die das dann einfach durchziehen. Aber dann kann wieder das Kind oder die Mutter-Kind-Beziehung drunter leiden, dass das Kind den ganzen Tag irgendwo abgestellt ist oder alleine zu Hause ist. Ne? Ich glaube, eine gute Herausforderung ist wirklich, die Balance zu finden, etwas zu tun, was man liebt, womit man sich und seine Lieben ernähren kann, wo man ein gutes Leben in seinen Augen führen kann und ja eben auch die Zeit für die Kinder hat. Ne? Und für uns war dass die Chance, online zu arbeiten. Ja. Kann sich seine Zeit einteilen. Klar, ich hatte dann auch manchmal Phasen, habe ich nur 3-4 Stunden geschlafen, weil ich dann damals, als ich angefangen habe, noch im Bioladen gearbeitet habe. Du kennst das auch. Du hast ja dann noch so ein Coaching gemacht. Du bist ja nachts irgendwann um 1, um 2 aufgestanden, da hingst eine Stunde am Telefon. Ja. Aber wenn man dann einmal Feuer gefangen hat und gesagt, das ist mein Weg, das will ich, dann kann man das. Und ich finde sowieso, als Mama hat man eine ganz große innere Kraft und Stärke. Man kann das, wenn man will. Und das ist ja auch vielleicht auch deine Aufgabe, das den Frauen bewusst zu machen, was sie eigentlich für eine innere Kraft haben, wenn sie das dann zulassen, was alles möglich ist, was Frauen stemmen können. Ich finde, Männer haben auch eine gewisse Stärke, die können auch ganz viel leisten, die leisten auch ganz viel. Das soll jetzt auch gar nicht so, soll jetzt auch gar nicht in die Richtung gehen, dass Männer das nicht können. Aber Männer haben eine andere Stärke, eine andere Kraft als Frauen. Mhm. Ich finde auch, dass wir Frauen, ich habe es selber gemerkt, ich habe ja meine Kinder drei und ein Vierteljahr gestillt hintereinander, also 3,25 Jahre gestillt, dann schwanger, 9 Monate wieder ein 3,25 Jahr gestillt. Ich habe praktisch insgesamt in diesem gewissen Zeitraum 7 Jahre nicht durchgeschlafen. Es geht. Es geht. Es gibt manche, die schlafen eine Woche nicht durch und sind fix und fertig mit der Welt. Mhm. Und ja, und wir, aber man merkt, wenn man, das ist möglich, ist von der Natur so eingerichtet, auch mal weniger zu schlafen. Aber es muss den Frauen wieder bewusst gemacht werden, ja? dass das möglich ist, da ganz viel zu stemmen, so, und sich auch wirklich gewisse Träume zu erfüllen. Und wir sind ja auch ein Beispiel dafür, dass wir es geschafft haben. Und ich war wirklich da nicht sehr zuversichtlich am Anfang. Ich war auch immer eher so ein zurückhaltender, zweifelnder Mensch, hätte mir das gar nicht zutrauen können. Und als ich dann gemerkt habe, was da möglich ist, ich war wirklich, dann spielt wieder diese Dankbarkeit rein, dass ich so oft so dankbar war, dass es mir gelungen ist, die ersten Schritte zu gehen. Und das ist dann wie ein Selbstläufer. Mhm. So, ja. Ist es meistens, Dominoeffekt. Ja. Wenn du dann einmal Feuer gefangen hast, also es geht ja jetzt auch gar nicht darum, dass ja jetzt jeder Alleinerziehende irgendwie so ein Muttertier werden muss. Darum geht es ja gar nicht. Also ihr müsst ja gar nicht, wenn ihr jetzt hier zuschaut und so denkt, mein Gott, das will ich aber gar nicht oder so. Ne? Also grundsätzlich ist es so, dass viel mehr in euch steckt, wenn ihr in gewisse Situationen kommt. Und wenn ich glaube sowieso daran, das ist mein Glaube, dass alles, was wir in unserem Leben als Herausforderung geschenkt bekommen, dass das immer zu unserem Besten geschieht. Ja, also zum einen, um uns zu zeigen,
wenn es uns besonders schlecht geht, okay, willst du jetzt so weiterleben oder willst du deine Situation verändern, dann wäre jetzt vielleicht ein guter Moment. Ja, also die Richtung zu überdenken, in die wir uns entwickeln oder eben einfach, das ist aber eigentlich gleichzusetzen, das eben als Wachstumsmöglichkeit zu sehen. So, und wenn wir Veränderung wollen, müssen wir aber bereit sein, etwas dafür zu tun. Und ich komme auch oft mit, wie mit der einen, mit der ich da heute gesprochen habe, die Konversation wurde dann beendet, nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich mich nicht mit über Probleme unterhalten möchte, sondern über Lösungen, war die Konversation für sie beendet. Also wer natürlich nicht den Willen hat und da irgendwie den inneren Antrieb, was zu ändern, der wird da auch nicht rauskommen, dem wird auch nicht geholfen werden können, weil ihr kennt diese Menschen ja, es gibt Menschen, die reden nur und die regen sich lieber über alles auf. Und dann gibt es die Alleinerziehenden, die sagen, sie haben jetzt genug, sie wollen was verändern. Und genau, denen möchte ich einfach auch zeigen, weil nur weil sie das jetzt sagen, heißt nicht, dass sie innere Kraft haben und sagen, ja, ich mache das jetzt, sondern die haben den Wunsch, aber irgendwie fehlt ihnen so ein bisschen so der Rückhalt. Ne? So, wo sie sagen so, ich würde ja gern, aber ich weiß nicht wie oder so. Und genau, für die bin ich da. Für die will ich zeigen, es geht. Und einfach hier, dann machst du das und dann schaust, dann machst du Dankbarkeit, kriegst du eine Routine hier rein, strukturierst du dich besser. Setzte dir ein Ziel, weil es ganz wichtig ist, dass du auch ein Ziel hast. Mhm. Also unser Ziel war ja klar, wir hatten ja beide, jeder für sich sein eigenes Ziel. Mein Ziel war die Auswanderung, weil ich ja nicht in Deutschland bleiben wollte und auch mich auch nicht mit den ganzen Schulämtern auseinandersetzen wollte. Deswegen habe ich die Kinder dann eben hier, sind wir nach Teneriffa. Und das war mein Ziel. So, und wenn man dann dementsprechend ein Ziel hat, dann hält man gewisse Dinge auch einfach durch. Und die meisten Alleinerziehenden, die haben dieses Ziel eben nicht, weil sie aber auch nicht weiter gucken können, weil sie ja vom Start und von der Vergangenheit nur bis hier gucken können. Das ist, ne, da macht man ja den, ich mache euch jetzt keinen Vorwurf, aber wenn man dann jemanden an seiner Seite hat, der die nicht mehr hat und der weiter gucken kann, dann geht man automatisch weiter. Ja, wenn jetzt, das ist wie wenn ein Blinder in eine völlig fremde Stadt kommt, dann braucht er erstmal jemanden, der ihn an den Arm nimmt und der ihn da durchführt. Und wenn er diese neuen Wege öfter geht, dann kennt er sich da alleine aus, aber anfangs nicht. Mhm. Und ich glaube, das, was den meisten Alleinerziehenden fehlt, ist einfach sowas wie wirklich eine Vertrauen in sich. Ja, dass man das Vertrauen stärkt und irgendwo eine Führung. Ich sage jetzt nicht, dass immer ich die Führung sein soll. Ich meine nur grundsätzlich allgemein, ja, dass sie jemanden haben, dass sie das Umfeld haben. Weil meistens wirst du bemitleidet oder oh, du Arme, hast es aber schwer und so. Ich kann das schon gar nicht mehr hören. Hm. Weiß ich mal. Also es ist kein Wunder, dass die sich nicht zutrauen. Also das Ziel haben ist ja, dass man auch mal groß, du hast ja auch groß geträumt. Für dich war klar, ich muss hier, ich will auswandern. Ich will mit meinen Kindern frei. Ja, ja. Das war ja eine große Vision für dich, ne? Wo manche vielleicht auch in deinem Umfeld gesagt haben, oh, das schaffst du nicht. Manche? Eigentlich so gut wie alle. Die haben mich für total bekloppt gehalten. Nicht nur, dass ich auswandern wollte, mit den Kindern, auch noch alleine und dann auch noch ohne Schule und dann auch noch online leben. Also die haben mich für total bescheuert gehalten. Und du hast eben gezeigt, was möglich ist. Und ich weiß auch, dass du auch ganz große Stücke darauf hältst, so eine Zu-Tun-Liste zu machen, eine Struktur, was will man erreichen? Ne, dass man sich so Ziele setzt. Und wenn es auch erstmal ganz kleine Ziele sind. Also ich habe da auch mal ein bisschen so, weil meine Listen sind manchmal immer viel zu groß. Mhm. Ich streiche dann immer durch und schreibe das, was drauf stehen geblieben ist, am nächsten Tag. Also ich habe da auch so meine Methode. Aber ich würde eher empfehlen, für den Anfang wirklich auch kleine Schritte. Also sich kleine Ziele zu setzen. Ne? Vielleicht nur ein, zwei, drei Dinge auf eine Liste zu schreiben, was man unbedingt abarbeiten möchte, dass es nicht zu groß ist. Und ich denke, das ist auch wichtig, um seinem Ziel näher zu kommen, um eine Aufgabe zu haben, eine Struktur zu haben und sich vor allem erstmal zu bewusst zu werden, was ist mein Ziel? Was sind meine Fähigkeiten? Was ist mein Ziel? Was kann ich wirklich erreichen? So. Und ich muss sagen, ich hatte immer meine Kinder vor Augen. Ne? Welchen Weg möchte ich mit ihnen gehen? Möchte ich ewig auf Hartz IV sein? Möchte ich irgendwo nur so einen 20-Stunden-Job machen? Ich wollte natürlich auch viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Das war mir ganz wichtig, dass ich sie jederzeit, auch wenn sie krank sind oder in Ferien, dass ich sie jederzeit ganztags betreuen kann, dass ich immer Zeit habe. Das war mir wichtig. Ne? Und dann hatte ich immer meine Kinder vor Augen. Das war immer so ein Antrieb. Mhm. So. Uns ein gewisses Leben zu ermöglichen. Das war immer mein Antrieb. Meine Kinder einfach anzuschauen. Und ja, auch dieses, ja, Kinder, wenn sie noch kleiner sind, die sind ja noch nicht so geprägt, die sind noch ganz frei so in ihrem Denken, was sie so äußern, so, dass man sich da auch ein bisschen was davon aneignet. Einfach gar nicht zu gucken, das geht nicht, sondern einfach machen. Einfach versuchen und machen, so. Ne? Das habe ich bei meinem Jüngsten vor allem, der immer so, egal was du sagst, ich mach das jetzt, so. Ne? Und einfach immer so, immer einen starken Willen, und das hat mir auch geholfen, so.
mein Kind immer vor Augen zu haben. Ne? Was möchte ich ihnen, welches Leben möchte ich mit ihnen leben? So. Ja, aber das ist eben das, was uns von vielen Alleinerziehenden oder überhaupt von vielen Menschen, grundsätzlich grenzt das jetzt nicht nur auf Alleinerziehende ein, dass wir unser Ziel vor Augen hatten. Also wir wussten, was wir wollten. Frag die meisten, was sie wollen, die erzählen dir erstmal, was sie nicht wollen. Die erzählen dir, was sie scheiße finden, also Fokus wieder auf das, was sie scheiße finden und auf das, was sie alles schlecht finden. Und wenn du sie dann fragst, was möchtest du denn vom Leben? Ich möchte mehr Geld und mehr Zeit und weniger das. Aber das ist ja wirklich, das ist ja nicht wirklich ein Ziel. Das ist ja total ungenau. Na, das ist ja, kann, natürlich will jeder mehr Zeit, aber wenn ich dir jetzt eine Minute mehr Zeit schenke, dann brauchst du eine Minute weniger arbeiten oder ich schenke dir einen Euro und dann hast du auch mehr Geld. Aber das ist ja nicht das, was ich meine. Ihnen fehlt die Vision. Aber das ist ja auch völlig logisch, weil hier kommen wir wieder zum gesellschaftlichen Problem. Du wirst ja drauf gedrillt, dich ja mehr um andere zu kümmern und zu funktionieren, als ja dich um dich selbst zu kümmern und zu hören, was willst du eigentlich, und deinen eigenen Träumen nachzugehen. Es wird dir ja suggeriert von der Gesellschaft, dass du ja funktionieren musst. Du musst ja du musst irgendwann mit Mitte 20 musst du bitte geheiratet haben, ein eigenes Haus haben, zwei Autos müssen vor der Tür stehen, am besten noch zwei Kinder, und dann musst du arbeiten, und der Mann, der ist ja der Big Boss, und die Frau ist die tolle Hausfrau und macht alles schön und kümmert sich um alles, aber nie kümmert sich jemand um sich selbst, und dann gehst du auch schön arbeiten und dann kannst du auch mal 3 Wochen Urlaub machen. Aber wenn man da raus will, so, ne, das wird einem ja gar nicht beigebracht. Also weiß man dann irgendwann gar nicht, wer man ist. Man verliert sich auf dem Weg. Deswegen kriegen ja die meisten auch Burnout. Also die ganze Zeit irgendwas tun, was sie gar nicht erfüllt. Und das weiß ich auch nicht. Ich bin ja damals durch die Ernährungsumstellung, so kennen wir Jungs ja auch, ne, durch die Ernährungsumstellung bin ich ja eben auch mir bewusst geworden, dass ich das Leben meiner Kinder nicht so will. Also ich will das nicht. Dass sie, mir hat auch eine Sprachnachricht geschickt, sagte, ich habe ein Schulkind, und da wird mir immer wieder bewusst, jeden Tag, wie wenig selbstbestimmt ich eigentlich bin. Ich will das nicht mehr, hat sie geschrieben. Dann sage ich, ja genau, da dreht sich das Leben nur rund um die Schule, um alles. Da geht es gar nicht um dich, wie du dein Leben leben sollst, sondern es geht immer darum, das zu erfüllen, was der Plan des Staates dir jetzt vorgibt. Mach eine schöne Ausbildung, dann sind alle schön stolz auf dich, tu was, weise nach, dass du schlau bist, hab immer gute Noten, hast du keine guten Noten, bist du blöd, weiß ich auch nicht, hast du einen guten Job, bist du der Tollste, fährst du noch ein teures Auto, am besten noch ein ganz neues, hast du die beste Kleidung an, ich weiß auch nicht, das ist alles so, ja, und da verlieren die Leute sich, ist klar, da geht es nicht mehr um das, was man eigentlich selber will, und deswegen fühlen die meisten sich dann auch überfordert oder verschreckt, ängstlich, wenn sie dann alleine denken und gehen sollen, weil sie es ja nicht gelernt haben und denken, sie dürfen es nicht. Und dann, aber es wachen immer mehr auf. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, was deine Erfahrungen sind, aber ich habe so jetzt nicht nur von dem, was jetzt politisch da alles abgeht, sondern so grundsätzlich, dass immer mehr merken, ich seit dem C, da ist noch mehr am Leben. Ja. So, da gibt's, weil viele konnten ja nichts tun, die mussten ja zu Hause sitzen, und dann kam eben, hat sich das Ich mal gemeldet und dann gesagt, hallo, vielleicht hörst du mir jetzt auch mal zu. Und dann haben viele gesagt, ich möchte es jetzt anders. Und ich kenne viele, die arbeiten jetzt weniger, die wollen jetzt immer Homeoffice, kündigen ihren Job, bauen sich doch wirklich online was auf, wandern aus. Also von dem her, das war das Gute, fand ich, an dieser ganzen Sache. Wenn man da was Gutes rausziehen kann. Oder manche schalten, haben auch seit dem C-Thema das Fernsehen ausgeschaltet. Hat ja, ich genau. Auch. Das war seit dem Thema, gucken wir kein Fernsehen mehr. Und bilden uns anders weiter, sind viel offener, sind viel... Ja, offen an Gedanken. Und nochmal zum Schluss, liebe Nadine, so alleinerziehende Mütter, wie könnten die sich verwirklichen? Was gibt es denn so für Möglichkeiten? Ne? Also hast du da schon so eigene Erfahrungen mit Müttern gemacht? Kennst du so ein paar Erfolgsgeschichten, wo sagen, ja, die eine, die war total verzweifelt und dann ist das und das aus ihr geworden? Kannst du da mal so ein paar Beispiele nennen, was da so möglich, wie sich Mütter verwirklicht haben selbst, also Alleinerziehende? Ja, also ich sage das mal grob. Also natürlich gibt es welche, die sich verwirklicht haben. Die Quintessenz ist aber die Frauen, die sich verwirklicht haben, die haben sich mit dem auseinandergesetzt, was sie gerne tun. Also ihr kennt ja den Spruch, tu, was du liebst. Ja. Und das ist quasi die Antwort. Also egal, ob das bei der einen ist es eben Sport, bei der anderen ist es eben Reisen, bei der anderen ist es eben Stricken oder bei der anderen ist es, was auch immer es ist, was man gern tut. Wenn man das herausfindet, was man gerne tut und wo man leidenschaftlich stundenlang drüber reden kann, ja, wo man
gerne mit der Welt teilt, ohne jetzt irgendwie wie so ein schmieriger Verkäufer zu wirken, sondern wo man eigentlich wirklich vieles weiß und was man leidenschaftlich tut. Wenn man das in die Welt rausträgt, dann ist man immer für andere ein Mehrwert. Dann ist man für andere jemand, der ein Problem löst. Weil es gibt auch zum Beispiel tausend andere, die das gerne lernen wollen, die das nicht so gut können, du, oder die sich damit jetzt dann auch gerne auseinandersetzen wollen und die dann dich als die Expertin dann ansehen, weil du dich ja schon vielleicht seit 25 Jahren damit auseinandergesetzt hast. Verstehst du, wie ich meine? Also die Quintessenz ist jetzt nicht die, dass die einzelnen Storys jetzt für euch hier entscheidend sind. Die Quintessenz ist die, dass du etwas finden musst, wofür du brennst, was deine absolute Lieblingsbeschäftigung ist, was dein Hobby ist oder was du besonders gut kannst, wo du viel weißt. Manch einer weiß besonders viel über weiß ich was. Ja, es gibt, die Welt ist unendlich und das ist das, was dich so einzigartig macht. Und diese Einzigartigkeit, wenn du die in die Welt rausträgst, dann kannst du damit dich selbstständig machen, am besten in einem Online-Business, dann kannst du dort Kurse anbieten, Videos drehen, Blöcke schreiben, die Leute informieren, die Leute manchmal auch bespaßen, die Leute inspirieren, so wie wir jetzt hier machen. Und damit kannst du dann Geld verdienen. Also jetzt, man kann natürlich auch jetzt in einem Netzwerk-Marketing da irgendwo beitreten und ein schon vorgefertigtes Produkt kann man mit einsteigen und anbieten, dann brauchst du dir nicht so viel Gedanken machen. Aber ich habe die besten Erfahrungen gemacht im Coaching, wenn die Frauen etwas ganz, ganz Eigenes für sich entwickelt haben. Also ich nehme jetzt meinen letzten Coach, die jetzt eigentlich jetzt gleich fertig ist. Ja? Die haben wir, glaube ich, noch 1-2 Stunden haben wir noch und dann ist sie eigentlich fertig mit einem 16-Wochen-Coaching. Die kam zu mir, die ist nicht alleinerziehend, muss ich dazu aber sagen. Also es kommen auch nicht alleinerziehende Mamas zu mir, aber die ist so gut wie oft alleinerziehend, weil ihr Mann ist immer auf Reisen und sie ist mit den 2 Jungs zu Hause. Also sie ist fast alleinerziehend. Auf jeden Fall aber ist sie zu Hause und sagt, mir fällt die Decke auf den Kopf und ich will das machen, ich will was Eigenes. Ich weiß aber nicht was. So, also das war die Situation, wo sie vor 16 Wochen oder 14 Wochen zu mir kam. So, und dann in der Zeit haben wir herausgefunden, was ist es eigentlich, was sie gerne tut, was will sie eigentlich in die Welt raustragen, was will sie wieder mehr machen. Und dann kam raus, sie ist zertifizierte Ernährungs- und Fitnessberaterin, also sie hat so einen Trainingsschein und das wäre eigentlich das, was sie machen wollen würde und das will sie irgendwie aktiv und online und so. Und jetzt hat sie gerade jetzt vor einer Woche, hat sie ihre ersten Flyer verteilt überall in der Gegend, jetzt rennen ihr die Leute die Bude ein, bietet draußen im Freien, also jetzt erstmal noch, das ist jetzt offline, ne, Trainings an und hat jetzt das gefunden, was sie so anbietet. Dann geht sie da jetzt auch online, baut sich jetzt dann noch den so einen Social-Media-Kanal da auch ein bisschen auf, will sich dann Videoprogramme erstellen und die Leute dann eben so. Also die kam zu mir mit keiner Idee und war einfach nur genervt und hat gesagt, sie will hier mehr finanzielle Freiheit, sie will auch was tun und sie will einen Purpose haben, hier so einen Lebenssinn. Und das kann innerhalb von jetzt 14 Wochen vorbei, wie gesagt, und das kann halt entstehen. So, wenn für sie wäre das jetzt vielleicht nichts, zum Netzwerkmarketing zu gehen und um ein Produkt B zu verkaufen und jemandem zu erzählen, weil sie da nicht so hintersteckt. Aber das jetzt, das ist voll sie. Also das kann alles möglich sein, aber es ist eben ihre Passion, über Sport zu reden, Sport zu machen. Die war früher Leistungssportlerin, die möchte gern auch den Frauen einfach helfen, wieder einen Knackarsch zu kriegen, weg vom Schwabbelpo und so. Das ist dann, weißt du, so. Und das kann für jeden möglich sein. Und wenn sich der eine eben für Briefmarken interessiert, das nehme ich immer sehr gerne als Beispiel, dann kann man damit auch was machen. Weil es gibt immer welche, die wissen weniger als du oder da kannst du mir erzählen, kannst dein ganzes Wissen da raushauen. Das würde ich jetzt mal sagen, dass das so ist. Es gibt noch viel andere auch, die viel erreicht haben und so. Aber wichtig ist einfach, du musst herausfinden, was es ist, was du wirklich von Herzen tun willst und damit dann eine ehrliche, authentische Message rausbringen, Mehrwert rausgeben. Dann fällt es auch am leichtesten. Dann brauchst du dich auch nicht verstellen oder irgendwelche marketingtechnischen Tricks anbieten, weil dann kommt es von ganz alleine. Das bist einfach dann du. Ja. Du musst dich ja auch nicht verstellen, um deine Rohkostvideos zu drehen, weil das machst du ja eh. In deiner Küche sieht es ja eh aus wie in so einem Sprossengarten. Also von dem her, stell mal vor, du würdest jetzt über Fleischprodukte reden müssen. Da würdest du dich total verstellen müssen, ja, weil es gar nicht deins ist. Das ist nun mal deine Passion, Ernährung, gesundes Leben, Freileben, jetzt auch Entgiftung. Also von dem her, ja. Ja, das kann. Und falls auch, wir hatten das ja auch im Vorfeld schon besprochen, es gibt ja auch die Möglichkeit, irgendwo virtuelle Assistenz zu machen, ne, so im Homeoffice zu arbeiten, wenn man erstmal sagt, boah, ich habe jetzt erstmal überhaupt nichts und das Aufbauen dauert mir zu lange, ich brauche jetzt schnell was. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, gerade jetzt auch durch das C-Thematik gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mehr von zu Hause aus zu arbeiten.
Das kann man auch als Alleinerziehende gut managen, wenn man. Richtig. Also ich, wenn ich mal ein bisschen vorgreifen darf schon, ich bin auch gerade dabei, gewisse Dinge auszutesten, um dann in Zukunft auch solch Videos dann mehr drehen zu können, um dann eben auch Tipps geben zu können. Es gibt zum Beispiel auch Möglichkeiten, davon wird man jetzt nicht reich, aber die bringen, können so, naja, so 50, 100 Euro, je nachdem, wie viel man da macht. So Umfragen kannst du mitmachen. Ich bekomme natürlich jetzt hier in Spanien andere Umfragen als hier in Deutschland. Ja, mein, das ist ja auch klar. Aber da kannst du so bis zu 100 Euro im Monat noch zusätzlich verdienen oder eben, musst du einfach klicken und ein paar Umfragen beantworten. Also das ist jetzt nichts, wo man jetzt sich speziell qualifizieren muss für oder besonders intelligent sein muss. Oder eben dann eben, genau, virtuelle Assistentin, da bin ich auch dabei, euch dann, damit ich euch mehr Tipps geben kann später, da gerade ein bisschen auch was auszutesten und ein bisschen am, ja, am Testen einfach. Weil da kannst du, wenn du zum Beispiel sagst, du kannst schnell schreiben oder so, kannst du für irgendjemanden was abtippen. Ja, oder wenn du sagst, du kannst, keine Ahnung, was auch immer. Also das gibt es auch. Da kann man dann einfach seine Dienstleistung sein, ne, so anbieten. Und da kannst du speziell suchen, was du anbieten möchtest, wenn du jetzt dich mit Instagram gut auskennst oder was auch immer. Ja, da sind, also da gibt es ganz viele Wege. Ich denke, die Quintessenz ist, es gibt ganz viele Wege, von zu Hause Geld zu verdienen und sich von zu Hause, auch wenn man jetzt im Hartz IV sitzt und frisch alleinerziehend ist und auch wenn man jetzt ein ganz frisches, junges Baby zu Hause hat, sich was aufzubauen. Und in dem Moment, wo dir ein Impuls kommt, jetzt willst du eine Veränderung, ist auch der Zeitpunkt, es zu tun. Dann ist immer der Zeitpunkt jetzt, weil sonst würdest du den Impuls ja nicht bekommen. Warum solltest du ihn sonst bekommen? Ja, das ist ein gutes Schlusswort, liebe Nadine. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast mit den vielen wertvollen Impulsen. Dich findet man auch auf verschiedenen Plattformen. Du hast einen YouTube-Kanal, bist allerdings am aktivsten aktuell auf Instagram und Facebook. Und du hast eine Webseite. Also ich werde den YouTube-Kanal oben in den Infokarten verlinken, vielleicht schon am Anfang des Videos und eigentlich alle vier Plattformen nochmal unter diesem Video. Da könnt ihr Nadine finden, könnt euch ihr Angebot anschauen und mit Nadine in Kontakt treten, wenn euch das interessiert, was Nadine so anzubieten hat. Genau. Ich danke dir. Ja, und für die Zuschauerinnen würde ich mal denken, das sind mehr Frauen, die das jetzt anschauen. Ja, gern eure Gedanken, Meinungen, Erfahrungen, teilt die gern mit uns unter diesem Video. Ich denke mal, vielleicht wird Nadine auch mal mit runterschauen, könnte ich mir vorstellen, wenn das Video veröffentlicht ist. Ansonsten kann man mich ja selbst auch kontaktieren. Oder so, genau. Ja. Erstmal das auch, genau. Wie gesagt, alles unten verlinkt. Aber wir freuen uns auf alle Fälle über regen Austausch unter diesem Video zu dieser Thematik. Alleinerziehende Mütter erfolgreich sein Leben bestreiten. Ja, mich würde auch interessieren, was eure Herausforderungen sind. Das wäre irgendwie auch cool. Also jetzt, wie gesagt, wir wollen jetzt ja nicht über die Probleme unterhalten, die ihr habt und dann darin uns baden, sondern was sind so eure Herausforderungen? Weil daraus kann ich dann nämlich auch immer schöne Videotipps machen oder Posting-Tipps. Ist auch cool. Mehr Hilfe geben. Genau. Hilfe geben. Genau, Mehrwert bieten. Wir danken euch und nochmal ganz herzlichen Dank an die liebe Nadine und bis bald. Tschüss.